Ja, das Thema heute sind wieder die digitalen Signaturen und die ID Austria. Wir haben unser Seminar extra von den Titel geändert, nämlich von Handysignaturen und ID Austria auf allgemein digitale Signaturen. Sind aber jetzt drauf gekommen, dass es die Handysignatur in der Form, wie wir sie kennen, auch noch oder wie wir sie über Jahrzehnte fast ausgestellt haben als Wirtschaftskammer, noch immer gibt und dass sie noch immer eine gewisse Gültigkeit hat. Und einige Verwendungen und auch noch Registrierungsstellen, die auch jetzt nur noch die Handy oder noch mehr die Handysignatur ausstellen. Zum Inhalt, wie gesagt, ich möchte ein bisschen was über die Handysignatur erzählen, dann über den eTresor und das neue A-Trust-Konto. Natürlich dann auch über die ID Austria, dann den Wechsel zwischen Handysignatur und ID Austria, das heißt, wie komme ich von einer Handysignatur zur ID Austria. Dann das App, das digitale Amt, das ja zukünftig sehr viele E-Government-Services übernehmen wird und auch den Anmeldeprozess im digitalen Amt auf einem Smartphone. Wir werden dann klassischerweise ein Dokument signieren und dann gibt es noch ein paar Infos zum Benutzerkonto und zur Registrierung im Unternehmerservice-Portal. Gleich vorweg, falls irgendjemand Fragen, Wünsche oder sonst was hat, bitte mich gleich unterbrechen oder wenn Sie zu schnell bin oder wenn es irgendwas unklar ist, dann bitte gleich dazwischen melden. Ich habe gesagt, seit dem letzten Seminar, das ich einmal im Jahr so halte, hat es geheißen, im Herbst wird sich das mit der Handysignatur aufhören und es wird nur mehr die ID Austria geben. Offiziell auf allen Webseiten ist zu finden, dass die ID Austria noch immer in der Probephase ist und die Handysignatur auch weiterhin sowieso ihre Gültigkeit behält. Das war ja von Anfang an noch schon klar. Auf jeden Fall diese 5 Jahre ab dem Ausstellungsdatum. Die Handysignatur wird aber weiterhin von der Firma Atrust beworben und wie gesagt, es wird auch noch fleißig ausgestellt. Grund dafür ist, glaube ich, meines Erachtens auch, dass Handysignatur ja eigentlich jedem zur Verfügung stehen sollte. Und dass man dafür ein Handy braucht, ist klar, aber es muss kein Smartphone sein, auf dem man dann ein App hat mit einem gewissen Datenvolumen, mit dem man arbeitet, sondern das muss ja von jedem Handy ausgehen. Und die Handysignatur läuft ja prinzipiell sowieso über Zwei-Faktor-Authentifizierung. Das heißt, ich habe einerseits die Handynummer und dann als zweiten Faktor noch immer den PAN. Und deshalb reicht es dafür aus, ein normales Handy zu haben, das einfach SMS empfangen kann und dass ich einfach weiterhin über den SMS-Empfang meinen TAN zugeschickt bekomme. Die Handysignatur ist, glaube ich, klar, ist gleichgesetzt von der Unterschrift her, der persönlichen eigenhändigen Unterschrift und dient dazu, sich eindeutig im Internet bei digitalen Anwendungen, E-Government-Anwendungen, sich zu authentifizieren. Ich habe vorher kurz gesagt, das ist wirklich eine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Das heißt, ich habe, nachdem es eine Handysignatur ist, logischerweise muss ich meine Handynummer eingeben. Definiere mir ein Signaturpasswort und dann gibt es eben den zweiten Faktor, entweder den PAN oder dann über die App eine Face ID, einen Fingerprint oder wie auch immer. Ich möchte für mich als Techniker oder wirklich auch sagen, Zwei-Faktor-Authentifizierung heißt für mich nicht einmal Passwort, einmal Fingerprint, sondern es empfehle ich wirklich schwer, das wirklich auf zwei unterschiedlichen Geräten zu machen. Das heißt, ich melde mich im Web auf meinem Notebook, auf meinem PC mit der Handynummer und dem Passwort beispielsweise an. Und den zweiten Faktor mache ich dann auf meinem Telefon. Oder ich kriege auch den PAN auf mein Telefon zugeschickt, um den dann wieder einzugeben. Das, was ich vorher schon erwähnt habe, die Handysignatur funktioniert auch weiterhin auf ganz normalen Handys, eben auf der Basis des SMS-Versandes. Da bekommt man den TAN zugeschickt. Und es muss ja nicht das persönliche Telefon sein, es kann ja auch ein Wertkartentelefon sein, nachdem man es schon seit 2018, glaube ich, Wertkartentelefone auch nicht mehr anonymisiert gekauft werden können oder angemeldet werden können, ist da eine eindeutige Zuordnung zur Person möglich. Und somit kann ich auch, wenn ich ein
anderes Telefon habe oder wenn Wertkartentelefon habe, das rein zum Signieren verwenden. Ich habe da ein paar Informationen bzw. die Links dazu reinkopiert. Einerseits Informationen zur Handysignatur, die man über die Webseite handysignatur.at kriegt. Und dann natürlich auch die Informationen der Seite österreich.gv.at. Dazu eine Liste der Registrierungsstellen, die sind zwar geringer geworden, aber es gibt immerhin noch, ich glaube, diverse Bezirkshauptmannschaften und so weiter stellen auch weiterhin noch die Handysignatur aus. Zum E-Tresor, zum A-Trust-Konto, das ist ein bisschen eine spezielle Sache, weil wir ja auch den Mitarbeiterinnen empfohlen haben, entweder einen Passwort-Tresor anzulegen über das KeePass, das wir bei uns im Haus bei den Kolleginnen zur Verfügung stellen, oder auch über den E-Tresor der Firma A-Trust. Und das hat sich jetzt grundlegend geändert. Das heißt, die Webseite www.handysignatur.at, die früher zur Firma A-Trust gehört hat. Und die A-Trust ist ja eine österreichweit registrierte Authentifizierungsstelle, ist jetzt abgekoppelt worden, dem den Namen anscheinend verkauft, dann das an eine Firma Semontech oder wie auch immer weitergegeben. Und die Daten, die man sich, ich habe das ja auch genutzt, diesen E-Tresor zum Reinspielen von Dokumenten, wie gesagt, und auch als Passwort-Tresor, alle Daten, die da drinnen sind oder gewesen sind, findet man jetzt auf der Seite www.artrust unter dem Artrust-Konto. Und die wirkliche Seite www.e-Tresor wird, wie gesagt, nicht mehr von der Firma Artrust, sondern von einer anderen Firma verwaltet, wo man dann auch kostenpflichtige Services hat. Das heißt, um dort Dokumente sicher abzulegen oder langzeitig sicher abzulegen, gibt es eben gewisse Beträge, die dafür verlangt werden. Interessant ist nur, dass sich die Firma Artrust wirklich deutlich von dem E-Tresor jetzt distanziert und oder distanziert hat, das findet man auch auf der Seite. Wie gesagt, unter dem A-Trust-Konto hat man wieder alle Daten, die man früher im E-Tresor drinnen gehabt hat, hat aber jetzt definitiv nichts mehr zu tun mit der Webseite, die jetzt unter www.e-tresor.at läuft. Die ID Austria ist dann eine Weiterentwicklung der Handysignatur und dient wirklich als elektronischer Identitätsnachweis. Die ID Austria geht, wie gesagt, einen Schritt weiter, dass es wirklich dahin geht, dass man eine App am Handy als digitalen Ausweis, als digitalen Führerschein, digitalen Reisepass verwenden wird können. Und hat natürlich drüber gesetzt alle Informationen, die es über alle Möglichkeiten, die es bei der normalen Handysignatur auch noch gegeben hat. In der Übergangsphase, weil man ja momentan auf allen Webseiten noch findet, dass es noch immer eine Probephase der ID Austria ist, gibt es die Möglichkeit, seine aktuelle Handysignatur in eine ID Austria mit Basisfunktion umzuwandeln, ist eine spannende Möglichkeit. Den Unterschied zwischen ID Austria mit Basisfunktion und Handysignatur, muss ich gestehen, habe ich noch immer nicht durchschaut, weil man bei diversen E-Government-Anwendungen sich sowohl mit der Handysignatur, allerdings auch mit der ID Austria mit Basisfunktion anmelden kann, um dann aber die Sachen mit dem digitalen Ausweis und der App Digitales Amt verwenden zu können. Dafür braucht man dann eindeutig die ID Austria mit Vollfunktion. Und dazu gehört dann eine einmalige behördliche Identitätsfeststellung. Das mit der behördlichen Identitätsfeststellung ist so eine Geschichte, wenn ich meine Handysignatur, die ich habe, in eine ID Austria umwandeln möchte und meine Handysignatur ist mir einmal vom Magistrat oder über Finanz Online ausgestellt worden, dann gibt es dafür einen elektronischen Workflow. Die Handysignaturen, die wir hier als Wirtschaftskammer ausgestellt haben, da wir leider nie Behördencharakter bekommen haben, offiziell vom Bundesministerium, können nicht über einen elektronischen Weg in
die ID Austria umgewandelt werden. Dazu muss man dann wirklich mit einem gültigen Lichtbild zu einer offiziellen Registrierungsbehörde gehen. An sich kein Problem, ich habe das auch so gemacht. Ich habe mein aktuelles Reisepassfoto damit zum Magistrat Graz, macht seinen Termin aus. Die Geschichte dauert 5 Minuten, man bekommt dann Antan, der dann auf dem App digitales Amt noch einmal freigeschaltet wird und dann hat man eine volle ID Austria. Gibt es einmal bisher Fragen dazu oder bin ich zu schnell, wenn ich da durchgehe? Aber ich glaube, ihr habt schon Erfahrungen mit Handysignaturen gemacht oder hat jeder Handysignatur prinzipiell? Ja, also ich selbst habe eine und diese Basisfunktion habe ich auch. Ich habe eine und bei mir ist das auch schon umgewandelt worden auf der Gemeinde, aber ich habe seitdem noch nicht gearbeitet damit, also bis jetzt noch nicht genutzt. Okay. Also ich habe noch die alte quasi, die ich bei uns gemacht habe, die müsste ich halt dann in dem Fall jetzt umwandeln lassen. Richtig, da muss man leider, wie gesagt, zu einer Behörde hingehen und kann das nicht über den elektronischen Weg machen. Ja. Okay. Ich habe dann auch noch die alte drauf, die ich da gemacht habe. Es ist ja, also ich habe, wenn wir das weitergehen, also das App, das digitale Amt, das ist ja wirklich jetzt auch zugeschnitten auf die ID Austria, eben mit den ganzen E-Service-Anwendungen von österreich.gv.at. Eben und auch digitaler Ausweis und da ist dann der Link auch zu den Registrierungsstellen, wo man dann in der Steiermark überall hingehen kann und sich das holen. Größtenteils sind es Magistrat bzw. Hauptmannschaften, die das eben anbieten. Das Bild darunter zeigt dann den Prozess, wenn ich noch gar nichts habe, also keine Handysignatur und kein App vorhanden ist, wie ich mir das digitale Amt auf dem Smartphone aktiviere. Das heißt, ich installiere mir logischerweise einmal die App am Handy, gehe dann zu einer Registrierungsbehörde, die dann mit Ausweis meinen Reisepass oder Führerschein die Identität feststellt. Dann bekomme ich dort einen Ausdruck mit einem QR-Code, den ich wieder einscannen kann, zusätzlich mit einem TAN. Der TAN geht wieder zurück in das digitale Amt. Der geht dann wieder zur Behörde, die dann den Registrierungsprozess abschließt. Und dann kann ich die App Digitales Amt mit der ID Austria in vollem Umfang nutzen. Klingt kompliziert, ist halb so tragisch. Wie gesagt, wenn man das macht, man installiert sich das App vorher am Handy, geht dann zur Registrierungsbehörde und die Sache ist binnen 5 Minuten eigentlich erledigt. Ich habe den Anmeldeprozess eigentlich gesagt zum Nachlesen und zum Nachschauen da hier noch einmal genau beschrieben. Es gibt da genau 11 Schritte und Sie sagen auch, dass man da aus Sicherheitsgründen eben ein Zweitgerät verwenden sollte. Das heißt zum Beispiel einen Laptop, das ist wirklich getrennt. Nicht alles, meine Empfehlung aus Security-Sicht, nicht alles zum Beispiel auf dem Tablet machen, wo ich wirklich alles die Webseite öffne, dort mein Passwort eingib und dann kriege ich ja noch, weil ich ja eine SIM-Karte in dem Tablet drinnen habe, dann auch noch den TAN oder den QR-Code wieder auf das Gleiche draufgeschrieben. Auf diese 11 Schritte, die man da jetzt braucht, um sich anzumelden, will ich nicht genau eingehen, ist aber als Gebrauchsanweisung für euch, wenn ihr euch dann umstellt, sicher praktisch. Habe ich dieses App Digitales Amt mal bei mir am Handy installiert, habe ich dann vier Screenshots gemacht, startet also Österreichs Digitales Amt. Man hat dann mehrere Reiter in diesem App drinnen. Das eine sind natürlich die ganzen Services von Hauptwohnsitz ändern bis zu PDF signieren. Dann kann man eine Aufgabenliste für Schwangerschaft und Geburt erstellen. Man kann seinen Reisepass ablegen und zum Beispiel eine Wahlkarte beantragen. Scrollt man dann weiter hinunter. Bei den Services kommt man eben auf die E-Government-Plattform mit Justiz.gv.at, Finanz Online, SV und SV Online und darunter sind noch ein paar andere Sachen. Zum PDF-Signieren, was man da drin hat, sobald ich eine ID Austria habe, kann ich die bisherige App, diese klassische Handysignatur-App, die man am Handy hat, vergessen.
Ich zeige zum Schluss eh noch her, wenn wir ein Dokument signieren, aber die Bestätigung läuft dann nur mehr über die App Digitales Amt und nicht mehr über die Handysignatur-App, die klassische, die funktioniert dann nicht mehr. Als Reiter unten hat man auch dann, ich gehe mal auf das letzte Beispiel, das ist das Profil, da hat man dann seine eigenen Daten drinnen. Da hier findet man dann auch die offenen Signaturen, wenn man welche hat, bestätigt die dann dort mit Fingerprint, Face ID oder das, was man eingestellt hat. Und die wirkliche Neuerung oder Innovation in der App drinnen ist die Möglichkeit des digitalen Ausweises. Dazu hat man einerseits die App Digitales Amt und andererseits darf man sich die nächste App herunterladen, die nennt sich E-Ausweis. Und wenn man diesen E-Ausweis sich auch noch auf dem Handy installiert hat, findet man einerseits im Digitalen Amt drinnen die Sache, dass ich meinen Führerschein eben dort drin abgelegt habe. Und wenn ich den E-Ausweis öffne, bekomme ich dann drei Möglichkeiten. Die eine ist schön einfach erklärt, was passiert, wenn ich meinen Führerschein digital abgelegt habe und ich komme zu einer Verkehrskontrolle. Dann kann ich meine Ausweisdaten vorzeigen. Das wäre dann der zweite Punkt, dieser hier drinnen. Und das ist eigentlich doch eine technisch und digitale schön gelöste Lösung. Weil wenn man dann auf das Ausweisdaten vorzeigen klickt, dann ist da drin nicht jetzt ein Foto oder ein Abbild meines Führerscheins, sondern es erscheint nur ein QR-Code, mit dem der gegenüber abscannen kann und dann über diese App Ausweisdaten prüfen, feststellen kann, ob das ein gültiger Führerschein ist. Das heißt, es sind die Ausweisdaten jetzt nicht wirklich auf meinem Handy drauf. Und mit der Möglichkeit, Ausweisdaten vorzeigen, gebe ich nur temporär über den QR-Code einem Dritten frei, dass er sich den mittels QR-Code sich die Gültigkeit meines Führerscheins anschaut. Ist angenehm, weil es sind keine Ausweisdaten am Ende vorhanden, wenn ich das verliere oder wenn mir das gestohlen wird. Zur Praxis kann ich jetzt noch nicht relativ wenig sagen. Ich hatte noch gerne Verkehrskontrolle, wäre aber sicher gespannt, wenn ich der Polizei dann sage, ich habe einen digitalen Führerschein, ob sie das auch so einfach akzeptieren. Sollte so sein. Ich weiß es nicht. Das, was man natürlich mit der Signatur machen kann, und dafür ist es ja auch da, und deshalb heißt es ja auch Signatur, ist Dokumente signieren. Das heißt logischerweise PDF-Dokumente, die ja nicht mehr verändert werden können. Ich habe ganz am Anfang gesagt, es gab die Seite www.handysignatur.at, in der auch der Zugang zum E-Tresor war. Die hat ja die Firma Artrust abgegeben, hat sich jetzt eine eigene Seite auf dem Artrust-Portal gebastelt, die einfach unter artrust.at PDF signieren oder PDF sign lautet. Vorgang ist der gleiche. Ich habe das dann in zwei, drei Folien dargestellt. Ich möchte es aber wirklich einmal noch live herzeigen, wenn ich das jetzt irgendwie schaffe. Ich fürchte, ihr seht momentan, gehen wir mal daheim, ich werde versuchen, meinen Bildschirm jetzt einmal zu teilen. Das ist also ganz zu sehen. Ich hoffe, ihr seht das jetzt. Das heißt, man geht auf diese Webseite der Artrust. Ich hole mir ein Dokument her, das ich jetzt signieren möchte. Das wird hochgeladen. Ich kann dann das Dokument einfach unterschreiben oder auch mit einer Bildmarke. Das heißt, einfach unterschrieben, da sehe ich an sich am Dokument nichts, dass irgendwas passiert ist. Wenn ich das mit einer Bildmarke machen möchte, ziehe ich mir die hin, eben dort, wo ich unterschreiben möchte. Sage eben mit Bildmarke unterschreiben, kommt zu dem klassischen Punkt, wo ich meine Handynummer eingehe. Dazu mein Passwort.
Ja, jetzt sind wir verliebt, glaube ich. Tag identifizieren, dann kommt dieser Button. Jetzt gehe ich dazu in meinem Handy in das digitale Amt. Zum Profil, zu den offenen Signaturen, wer dort mit, ich mache das mit Fingerprint unterschreiben und kann mir das signierte Dokument herunterladen. Wenn ich es dann auch mache und das erscheint mir im Browser, ist nichts wirklich Wichtiges passiert, außer dass ich hier sehe, dass diese Bildmarke drauf ist und dass da eben steht, der Herr Strauß hat das am 7.3. um 10.22 Uhr digital signiert. Digital signierte Dokumente haben ihre Gültigkeit wirklich nur in der digitalen Welt. Wenn ich das jetzt ausdrucke und irgendjemandem gebe und sage, ich habe das eh digital unterschrieben, dann ist es zwar schön, aber der wird das nie verifizieren können, ob das wirklich meine digitale Unterschrift ist. Die ja gleichgesetzt ist meine eigenhändige Unterschrift. Wenn ich das hier auch in diesem Browser aufmache, kann ich es auch nicht wirklich verifizieren. Dazu gibt es aber den Acrobat Reader, wo ich mir das Dokument ja heruntergeladen habe. Und wenn ich das Dokument mit diesem aufmache, wenn man das macht, gut, da sehe ich es auch nicht. Sehr gut. Klassischerweise funktioniert das nicht. Also normalerweise kommt, dauert ein bisschen. In der ersten Zeile, ich hoffe, Sie sehen es oben, steht jetzt im Acrobat Reader, dass das Dokument unterschrieben ist und dass diese Unterschriften auch gültig sind. Das heißt, Acrobat oder Adobe hat einen Mechanismus eingebaut, das im Hintergrund dann die Signaturen prüft und mir auch anzeigt, ob das gültig ist, gültig unterschrieben ist oder nicht. Wie gesagt, wenn er PDF im Browser anzeigt, ist es nicht. Wenn ich es mir mit Adobe anschaue, ja. Wenn ich jetzt Bestellungen oder Rechnungen, wie gesagt, unterschreibe, noch einmal aufheben, digital, in digitaler Form, ist problematisch für Firmen, ist problematisch vielleicht eventuell für kleine Firmen, weil die ja das über gewisse Jahre hindurch digital irgendwie speichern müssen. Nur in ausgedruckter Form nutzt man ein digital unterschriebenes Dokument gar nichts, weil ich dann das auf Papier nie mehr verifizieren kann, ob es tatsächlich gültig unterschrieben ist oder nicht. Kommen wir zurück zur Signatur. Also wir haben das Ganze jetzt schön signiert. Ich habe euch gezeigt, wie man das macht. Zwei Informationen ganz zum Schluss noch, die man sich bitte auch eher selbst anschauen kann. Es geht einerseits um das WKO-Benutzerkonto, das ja, wo der Einstieg ja auch mit der Handysignatur oder auch mit der ID Austria möglich ist. Es gibt bei uns die Informationen darüber im Intranet. Das heißt, man gibt da hier auch seine Daten ein, wenn man das erstmalig macht und kommt dann auch zum Identitätsnachweis, dem zu führen ist mit einer Handysignatur. Naja, Sie haben die Bürgerkarte auch noch dabei. Das klappt nur auch nicht mehr, weil die Bürgerkarte, das hat es früher gegeben, auf der E-Card drauf. Aber da auf der E-Card, da braucht man auch einen Kartenleser, oder würde man einen Kartenleser am Gerät brauchen, das war jetzt zu kompliziert. Auf den E-Cards, auf den neuen kann das auch nicht mehr aktiviert werden. Zweite Information ist die Registrierung für Unternehmen am Unternehmer-Service-Portal. Auch dafür gibt es eine sehr, sehr schöne Anleitung direkt vom USB, wie ich mit meiner Handysignatur mich erstmalig im Unternehmer-Service-Portal registrieren kann, bietet es auch als Information an unsere Mitglieder, wenn man das weitergibt, weil ja sehr viele Services auch darüber laufen, wie E-Zustellung oder andere Dinge. Das heißt, Zugang zum Unternehmer-Service-Portal ist eigentlich sehr, 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 sehr entscheidend für unsere Mitglieder. Ja, von meiner Seite bin ich auch schon fast am Ende. Ich wäre jetzt gerne bereit für irgendwelche Fragen, Wünsche. Was kann ich, darf ich noch erzählen? Was ist eventuell unklar?
Ich werde die Informationen natürlich nachher ausschicken und ich werde auch jetzt einmal diese Aufzeichnung beenden.